Bianca. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 31 von Let's Play Bianca. Emil und Isabella sind beide gleich ausgeschlafen, aber müssen dann beide mal durchs Badezimmer und beide mal frühstücken. Ich würde Isabella einfach mal zuerst ins Bad schicken, einfach auch, weil die gleich schon zur Arbeit muss. Also was heißt gleich um 9? Und ich glaube, Emil muss heute gar nicht zur Uni. Also zumindest wurde mir das gestern so angezeigt. Da bin ich mal gespannt. Wir haben, glaube ich, noch Toast, ne? Ja. Dann stellen wir hier mal ein bisschen Toast hin. Da können sie dann nachher zusammen frühstücken. Und, ja, du musst um 9 zur Arbeit. Und du, lass mich hier nochmal checken. Wird hier jetzt inzwischen irgendwas anderes angezeigt? Nee, 2 Tage überall. Ja gut, dann nehme ich das einfach mal so hin. Und wir können heute auch noch Sachen ernten. Und wir hatten irgendwie in der letzten Folge ganz merkwürdig wieder industriellen Abdruck. Aber wir sind schon viel weiter am neutralen Abdruck drin. Und ich denke, wir sollten da vielleicht auch heute oder so irgendwie nochmal hinkommen, was gut ist. Also es ist sehr schwer, dauerhaft auf den grünen Fußabdruck zu kommen, wie ich jetzt gemerkt habe. Deswegen habe ich das Ziel so ein bisschen verschoben von grünem Fußabdruck zu stabilem neutralen. Aber also halt, wenn man da irgendwie bei neutral irgendwie so in der oberen Hälfte ist, wäre das für mich schon Ziel erreicht. Also würde ich das schon so annehmen. Weil ich glaube, das andere ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Und dann kannst du hier mal ein Gericht nehmen und du kannst dann mal aufstehen und auch ein Gericht nehmen. Ah, warte, ich hatte das schon mit dir gesagt. Okay, dann kannst du mal ein Gericht nehmen. Und heute haben wir Rabatttag und wir könnten eigentlich irgendwas kaufen. Aber irgendwie weiß ich ja nicht. Können wir mal schauen. Ich bin mal gespannt, was für eine Renovierung wir heute machen. Vielleicht können wir da dann auch Sachen mitnehmen. Ich stelle das hier mal wieder hier rein. Und jemanden anrufen möchtest du? Vielleicht kannst du heute mal mit Molly telefonieren oder so. Wer geht da? Natürlich ist es der Gruselmensch. Was trägt er da rum? Trägt irgendwie ein dubioses Buch mit sich rum. Es wird irgendwie immer merkwürdiger. Halt, erst habe ich so aus Spaß damit angefangen. Warum leuchtet das hier rot? Ach, das leuchtet nicht rot, das ist nur, wie das angestrichen ist. Ach so, okay. ich habe erst irgendwie so aus Scherz angefangen, irgendwie so da Sachen drumherum zu spinnen um den. Aber jetzt irgendwie macht er tatsächlich immer mehr verwirrende Sachen. Es ist irgendwie, wo man denkt, oh, und hier, die Sachen hier außen sind dreckig. Du bist sonst gut, ne? Oh, du bist guckt euch diese Werte an. Also, das ist wirklich, da waren die Sim-Götter gnädig, in dem Fall ich, weil ich die so gesteuert habe, dass ihre Bedürfnisse sehr gut sind. Okay, vielleicht kannst du vor der Arbeit hier noch, ist das hier auch dreckig? Der Tisch wird dreckig? Ich wusste gar nicht, dass Tische dreckig werden in den Sims. Und kannst davon so viel säubern, wie du eben schaffst. Ich finde das so merkwürdig, die auf dem Dach muss man nie säubern, ne? Nur die auf dem Boden. Da müssen wir mal schauen, was wir da machen und wie. Und die Bäume verlieren ihre Blätter. Vielleicht sind sie deshalb dreckig, weil irgendwelche Äste und so weiter da drauf gelandet sind. Und dann können wir heute auch mal ernten und müssen uns hier auch nochmal weiter um den Garten kümmern. Ich glaube, das müssen wir ab demnächst sowieso, weil wir das dann so als Plan haben. Wer bist du hier? Ach, du bist dieser Typ aus Sulani, okay. Sind hier sonst noch irgendwelche Leute? Nee. Wir haben in einer Stunde unseren Auftrag. Ja, ich weiß. Und hier, das ist so gelb-orange gemacht worden oder so. Es ist so merkwürdig, hier den Ort jetzt zu sehen, wo er voll modernisiert wurde, aber wieder zurück in seinem industriellen Zustand. Das ist irgendwie ein bisschen schräg. Ah, guck mal, jetzt ist es schon neutral. Ja, das ging ja flott. Ja, halt, weil eigentlich hatten wir das auch schon erreicht, wie gesagt. Nur irgendwie ist irgendwas komisch gelaufen mit dem Spiel. Okay. Du bist jetzt hier weiterhin schön am Saubermachen. Warum bist du sauer? Putzwut. Ich finde das komisch, dass die Sims sauer werden wegen Putzwut. Weil ich meine, bei Putzwut ist man ja nicht wirklich wütend. Sondern man ist ja eher so halt voll im Flow mit irgendwas. Halt, ich kenne das, wenn man wütend ist, dass man dann putzt. Aber nicht, dass man durchs Putzen wütend wird und das Putzwut nennt. Halt eher so, oh, ich bin sauer, dass das an mir hängen geblieben ist, dass ich sauber machen muss. Oder halt auch so dieses, halt kennt ihr das, wenn ihr ohnehin sauer wart und dann fangt ihr an irgendwie zu putzen, dann putzt ihr so voll aggressiv irgendwie so. Also schäumend vor Wut sozusagen. Ich kenne das.
Leider bin ich nicht besonders häufig wütend und deshalb ist es bei mir manchmal auch so, wo ich denke, das würde meiner Wohnung gerade gut tun, wisst ihr, wie ich meine? Aber, okay. Dann fahren wir gleich mit Isabella mal zur Arbeit. Ich bin echt mal gespannt, was wir heute machen, weil es war ja nur irgendwie Etagenrenovierung bei Mitbewohnern. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Oder nee, wisst ihr, wer das ist? Das ist in Willow Creek, dieses Space Game House. Aber ich glaube, nee, das ist das doch nicht, weil das existiert in diesem Spielstand gar nicht mehr. Ich meine, ich habe die rausgeworfen. Dann weiß ich echt gar nicht. Okay, es bleibt spannend. Und wo sind wir? Oh. Mit allem habe ich gerechnet, nur nicht hiermit. Wir sind hier in Dons Nachbarschaft. Hier wohnt Don, hier ist das Schwimmbad. Wohnen hier auch Mitbewohner? Oder habe ich hier. Hier wohnt. Wer bist du? Nee, dich habe ich sicherlich nicht hier hingestellt. Nee, nee, dann ist das vom Spiel aus. Okay. Dann können wir uns mal freundlich vorstellen. Und dann hier. Oh, wir sind immer noch wütend. Dann können wir hier mal klopfen. Ich mag hier diesen Stil von Oasis Springs eigentlich sehr gerne. Ich finde auch von den EA-Häusern, wenn man sich das hier so anschaut, halt hier, okay, das ist nicht komplett symmetrisch, aber so halt tendenziell gehört das zu den besseren Häusern, oder? Ich meine, hier ist zumindest das Dach echt cool. Und hier, das ist nicht schrecklich. Also von daher, ich finde, hier sind tendenziell die besseren Häuser. Nein, sei nicht gemein zu dem. Was machst du denn? Oh mein Gott, Isabella. Nein. Bring den Mensch doch nicht in eine schlechte Stimmung. Du bist jetzt direkt. Oh mein Gott. Für Gelegenheit danken. Sei mal ein bisschen nett. Oh mein Gott, Isabella, du wurdest besser erzogen als das. Du kannst nicht nur, weil du mal sauber machen musstest, direkt irgendwie mega mies sein zu allen. Ach, hier wohnt dieser Huntington, der. Hast du nicht gesehen, wie viel der irgendwie Ding. Ding? Typ, meine ich. Typ. Okay. Ich kann nicht fassen, dass wir noch mit keinem davon ein Kind hatten in der Baby Challenge. Das ist wirklich skurril. Okay. Dann kannst du mal über Designsachen reden. Mach dann mal. Ihr wollt, dass ich die komplette Etage renoviere. Ihr wisst, das ist das komplette Haus. Nee, da renoviere ich nur Teile davon. Ich renoviere noch nicht hier das komplette Ding. Da bitte ich. Das sage ich jetzt, wahrscheinlich renoviere ich nachher doch alles. Wie viele? Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Schlafzimmer. 1, 2, 3, 4 Leute. Ist denn einer von euch Teenager? Weil es wirkt irgendwie wie so ein Teenagerzimmer. Und die haben. Nein, das ist irgendwie Zement oder so. Ich dachte für einen Moment, die hätten Teppichboden im Badezimmer. Ich auch gedacht habe, so, oh mein Gott. Junge Erwachsene, junge Erwachsene, junge Erwachsene, junge Erwachsene. Okay, nee, es sind doch alle. Junge Erwachsene und keine Teenager. Dein Outfit ist nicht ideal. Von den Musterungen her. Sein Outfit meine ich. Okay. Halt, was wollt ihr denn? Was stellt ihr euch vor? Mag Snowboarden. Ja, danke. Wie hilfreich. Das ist natürlich, wenn man in der Wüste lebt, komplett sinnvolle Information. Mag mixen. Okay, ich meine, sie haben schon eine Bar, aber halt, das könnte man noch ausbauen. Ich meine, wir können es schon zu so einem Partyhaus machen eigentlich. Okay. Mal keine Musikproduktion. Ich denke dran, das eine Objekt, was ich hier ohnehin nicht platziert hätte, nicht hier hinzustellen. Okay. Können wir mal nach Farben fragen oder irgendwie sowas? Von dir haben wir auch nicht nochmal was Neues erfahren oder so, ne? Lieblingsfarben, nach Lieblingsdesigns habe ich hier gefragt. Ich möchte gern Farben wissen. Farben sind immer hilfreich. Warte, hier habe ich das, ne? Gibt uns noch irgendwas,
Weil ich weiß hier nichts außer Bar und die habt ihr schon. Ich mag hier den Boden sehr. Hier den Steinboden verwende ich auch total gern und total oft. Hat sie jetzt nichts gesagt? Oder kriege ich das nur nicht mit? Weil irgendwie, man kann doch auch noch mehr Sachen erfahren, auch wenn die dann nicht hier reingeschrieben werden. Wir erfahren ja echt nichts mehr. Ich habe irgendwie Angst, hier den Typen zu fragen, weil das letzte Mal war so, ich mag Snowboarden in der Wüste. Und ich denke mir nur so, wow, danke. Jetzt weiß ich genau, was ich machen muss. Ich weiß allerdings schon hier genau, was mir jeweils nicht gefällt. Also von daher ist auch okay. Und er geht einfach. Okay. Sag mir noch irgendwas, bitte. Oh, aber wir haben Budget. Wir haben Budget. Okay. Wir können einfach so ein bisschen upgraden, ehrlich gesagt, überall, wenn wir sonst nichts mehr hören. Oder wir machen einfach jedes Möbelstück eine Bar. Das können wir auch. Nein, nicht mit der irgendwie quatschen. Zeig mir mal deine Inspiration. Ich möchte noch irgendwas wissen von euch. Gebt mir irgendwas. Bitte eine Stimmungstafel zu zeigen, okay? Das ist, sag mir nicht, dass du den Stil magst. Der passt hier überhaupt nicht rein. Okay, sie sagen mir einfach gar nichts stattdessen. Okay, dann schicke ich sie jetzt einfach weg. Und dann mache ich einfach, wie ich denke. Und dann, wenn es euch nicht gefällt, Pech gehabt. Beziehungsweise, dann habe ich auch Pech gehabt. Warte mal gerade. Ich lasse ihnen das hier erst noch fertig zeigen. Okay, aber wir lernen trotzdem nichts. Weil dann werde ich ja nicht bezahlt. Dann schicke ich die mal weg. Und dann machen wir mal vorher Fotos. Okay. Ja, ich glaube, wir können halt echt nicht viel mehr machen als einfach so ein allgemeines Upgrade. Was ich mag hier dran, ist, wie hell es alles ist. Guckt euch das mal an, wie viele Fenster wir haben. Mit diesem Innenhof auch. Ist ein Traum. So. Wir können gar nicht so viele. Also, ich würde sagen, wir machen hier den Teil neu. Da haben wir jetzt auch schon fotografiert. Und dann vielleicht so zwei Schlafzimmer oder so. Oder drei. Wir haben noch drei Fotos übrig. Wir nehmen einfach die drei schlimmsten. Hier, das kann man definitiv besser machen. Wir brauchen mehr Fotos als die, die wir haben. Hier, das ist nicht so schlimm. Hier, das Badezimmer ist, naja. Hier, das passt doch gar nicht hier rein. Halt, was soll das mit diesem Ritt? Oh, das ist bestimmt dieser Huntington, der irgendwie, hast du nicht gesehen, wie viel ist der Typ? Vielleicht stammt der irgendwie von irgendwelchen Rittern ab und muss deswegen irgendwie sein Wappen an der Wand haben. Aber sorry, das verkaufe ich. Das ist nämlich krass hässlich. Oh, ey, hier das Zimmer machen wir neu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Tapete mit diesem Teppichboden. Oh, nein, 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 nein. Ganz ehrlich, ich würde euch dafür bezahlen, dass ich das hier anders machen darf. Oh nein. Okay. Okay. Können wir den Boden ändern? Dann weiß ich nämlich schon, es gibt. Hier den Boden möchte ich behalten. Aber die Schlafzimmer, ich hasse Teppichboden. Ich hatte früher selber Teppichboden. Das haben wir aber inzwischen renoviert bei uns zu Hause. Nein, 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 nein. Teppichboden. Wie sieht denn hier? Hier haben wir Holzboden. Haben wir den in einer anderen Farbe? Passt, der passt doch eigentlich ganz gut dazu, oder? Ich meine, wir haben ohnehin nicht so große Fenster. Sieht besser aus, oder? Okay. Haben wir damit schon mal angefangen? Ja. Genau. Ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das wieder, wie ich das sonst auch manchmal mache. Ich renoviere hier so ein bisschen vor mich hin und wenn ich damit fertig bin, dann rufe ich euch wieder dazu und dann zeige ich euch, was ich gemacht habe. Okay? Bis gleich. So, also. Ich habe letztendlich allem so ein bisschen in Makeover gegeben, so ein kleines Upgrade gegeben.
Also es ist sehr ähnlich vom Layout. Also wir haben immer noch hier Wohnzimmer, da Esszimmer, da Küche. Aber die eigentlichen Sachen habe ich dabei verändert. Wir haben hier keine Bar mehr. Dafür haben wir jetzt hier in der Ecke eine Bar, was ich, wie ich finde, auch eigentlich besser passt. Dafür haben wir aber hier dieses Tablett aus Wellnesstag, wo man dann hier trotzdem noch Drinks haben könnte. Und dieses Schlafzimmer habe ich eigentlich gelassen, wie es ist, außer beim Boden. Dafür habe ich hier das komplett renoviert. Ich habe es hier so ein bisschen pink gelassen, weil das die Person vorher auch hatte. Ich dachte, vielleicht mag die das einfach. Hier habe ich trotzdem noch Brauntöne drin in dem Schlafzimmer. Und hier, das hatte vorher so eine Farbkombination von Grün und Rot. Und ich habe immer noch so ein bisschen grüne Elemente und da ist so ein winziges bisschen Orange. Also eigentlich ist es komplett anders, weil es mir auch gar nicht gefallen hat im Original. Aber es ist ein bisschen anders. Also ich finde es jetzt insgesamt viel hübscher, muss ich sagen. Ich fand, es war außer jetzt hier bei diesem Schlafzimmer nicht das schrecklichste EA-Haus, was ich jemals gesehen habe. Aber es war jetzt wirklich auch nicht toll. Ich habe übrigens schon gespeichert. Für gleich. Ich habe hier mit den Sachen gar nichts gemacht. Also ich habe nur Mixen platziert, keine Medienproduktion, aber halt Snowboards. Ich habe keine Snowboards hier platziert. Das ist sehr merkwürdig aus. Wie, bin ich das? Nee, das ist Helene. Ach, guck mal. Jetzt verwechsel ich. Ich erkenne mich selbst schon nicht mehr wieder im Spiel. Das ist Helene. Okay. Dann machen wir mal nachher Fotos. Wir haben schon vorher Fotos gemacht. Wovon redest du? Wir haben vorher Fotos gemacht. Ich habe das aufgenommen. Ich habe Beweise davon. Okay. Ja. Und ich wollte halt trotzdem so halt farbenfrohe Elemente dabei behalten, weil ich das Gefühl habe, das war vorher auch das, was hier das Haus irgendwie so ein bisschen ausgezeichnet hat. Irgendwo. Okay. Gucken wir mal, wie viele Fotos wir hier überhaupt übrig haben. Ich wünschte irgendwie, wenn man eine Etagenrenovierung macht, bekäme man mehr Bilder, als wenn man jetzt irgendwie nur eine Raumrenovierung macht, weil halt ich bräuchte mehr Bilder, um zu zeigen, was ich hier auch tatsächlich gemacht habe. Ja, also ich meine, es ist immer noch so ein bisschen leer, aber ich finde, es ist auf jeden Fall hübscher, als es vorher war. Hier, das habe ich wie gesagt gelassen, wie es vorher auch war. Ups, jetzt bin ich aus dem Raum. Hier. Okay, ich glaube, ich habe hier so rüber ein Foto gemacht, ne? Irgendwie von hier aus kann das sein. Kann ich hier irgendwie so möglichst alles? Ja, guck mal, hier habe ich schon fast alles mit dabei, aber nicht wirklich. Naja. Ich finde, das ist das schönste Schlafzimmer geworden von denen, die wir haben. Und dann hier, das hat die größte Veränderung bekommen, weil es vorher unerträglich war. Okay. So. Hier, okay. Ich dachte gerade, irgendwie zählt das gar nicht an. Nee, aber guck mal, jetzt haben wir hier die Bilder. So, hier, das ist das Vorherfoto von dem hier. Nee, guck mal, ich habe eigentlich voll die passenden Bilder gemacht jeweils. Die passen mega gut aufeinander. Okay. Dann hoffe ich, es gefällt denen, weil ich habe eigentlich nichts mit dem gemacht, was sie mir gesagt haben. aber ich habe eigentlich so das erste Mal richtig renoviert mit den neuen Objekten aus diesem Innendekorateur-Set. Ja, wir wollen ein Enthüllungsevent veranstalten. Wie enthüllen wir das hier nochmal? Ah, genau, die Renovierung präsentieren. Wir machen das jetzt hier einfach mal. Kommt rein, schaut es euch an. Ja. Und kriegen wir hier gar keine Show diesmal? Oh, sie sind alle so wütend. Wir zeigen mal vor allem hier die Bar. Guck mal, er arbeitet direkt an der Bar. Guck mal, wie toll. Und du fängst direkt an zu putzen. Hat er irgendwie ein Problem mit neuen Objekten? Dass er irgendwie alles erstmal sauber. Und du bist auch so sauer. Okay, ich glaube, wir werden heute nicht bezahlt. wir können mal. Warum bist du angespannt? Die Stimmung im Raum ist nicht gut. Und alle hassen sich. Oh je. Wir können das mal präsentieren. Vielleicht mag er es sogar.
Guck mal, wie cool das alles geworden ist. Das passt voll zu eurem Lebensstil. Halt, jetzt stellt euch mal nicht so an. Und er findet den Herd nicht gut. Hallo, ihr hattet vorher diesen Basisspiel-Anfangsherd hier, der richtig schlecht ist. Guck mal, du hast den Ofen hinter dir. Und die sind alle nur noch wütend. Also ich muss sagen, ich kann nichts dafür, wenn ihr keinen Geschmack habt, okay? Also ihr habt mir nichts gegeben, womit ich hier wirklich viel machen könnte. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Ich bin bereit, über die Renovierung zu sprechen. Ich glaube, das heißt übersetzt so, danke, du darfst jetzt gehen. Oh no. Wir können mal über abschließendes Urteil fragen. Ich weiß schon, dass es schlecht wird, weil normalerweise die Stimmung irgendwie ein Indikator dafür ist. Aber guck mal, er mag manche Teile davon. Ich meine, hätten die mir jetzt gesagt, ich mag die Farben, ich mag die Stilrichtung. Ja, okay. Ich hätte nichts machen können, außer lauter Bars und Snowboards überall zu platzieren. Nichts anderes. Und halt, sorry, das war mir zu doof. Weil ich will ja auch Spaß hier dran haben, okay? Okay, wir haben, wir haben ein abschließendes Urteil schon gehört. Jetzt müssen wir es von allen anderen auch noch hören. Okay, er ist noch nicht bereit dafür. Bist du bereit dafür? Nein. Bist du bereit? Nein. Dann, lass ihn doch, jetzt bist du bereit. Sie. Komm mit mir vor die Tür. Oh no. Halt, ich habe jetzt den Punkt erreicht, da bin ich einfach nur noch trotzig, wo ich wirklich sage, so, was willst du von mir? Ich habe dir so eine schöne Renovierung gegeben. Jeder Mensch mit Geschmack wäre froh darum. Halt, die Objekte sind so viel mehr hochwertig. Halt, ihr habt so ein viel schöneres Wohnzimmer. Halt, jedes Zimmer kann man reingehen, ohne irgendwie sich danach die Augen ausreißen zu wollen. Alle hassen es. Er läuft weg. Das ist vielleicht nicht das, was ich gewünscht wurde, aber mir gefällt es. Ich weiß die Bemühungen definitiv zu schätzen. Wow. Haben wir von den anderen was gehört? Ah doch, ich habe es noch nicht gelesen. Das war eine Menge Eindrücke. Ich bin bereit. Nein, sie haben nur gesagt, sie sind bereit. Sie haben nicht gesagt, was sie davon halten. Okay. Aber alle sind sauer. Aber halt irgendwo, wisst ihr, ich denke mir nur so halt, manche Leute kann man nicht zufriedenstellen. Halt, überleg mal. Stell mal vor, allein schon, dass wir den Teppichboden rausgenommen haben, dafür müssten die uns... Wir haben kein Geld verdient und unser berufliches Ansehen ist gesunken. Isabella hat sich bei der Einrichtung angestrengt, aber der Kunde scheint nicht besonders beeindruckt zu sein. Hat Isabella eine Vision, künstlerisches Talent oder räumliche Vorstellungskraft gefehlt? Vielleicht klappt es einfach beim nächsten Mal besser. Boah, das ist so gemein. Das ist so gemein. Wir haben nichts bekommen. Ganz ehrlich, ich finde diese Renovierung und die Renovierung bei Phoebe, wir gehen mal wieder zurück nach Hause, sind unsere beiden besten Renovierungen gewesen vom Ergebnis her. Und wir haben bei beiden nichts bekommen. Ich glaube halt einfach, es ist halt, die Sims haben keinen Geschmack. Und dann hatten wir diese furchtbare Renovierung, wo alles grün und violett war und die fanden das voll toll. Einfach undankbares Volk, muss man wirklich sagen. Undankbares Volk. So, wir sind hier angekommen. Isabella. Lass mich mal gerade hier dein berufliches Ansehen-Dings sehen. Na, eher nicht so gut. Eher nicht so gut. Boah, das tut mir so leid. Ich finde, wir sollten uns irgendwas Cooles anschaffen als Trost. Ist ja eigentlich schon was passiert. Nee, das passiert erst um 18 Uhr, ne? Was müssen wir uns denn anschaffen? Irgendwas von mindestens 500 Simoleons. Okay. Dann lasst uns mal sehen, was wir hierfür bekommen können. Ich bin dafür, wir schaffen uns irgendwas Schönes an. Irgendwas, womit wir auch was anfangen können. Vielleicht irgendwas für draußen. Weil drinnen haben wir einfach nicht so viel Platz. Vielleicht hier irgendwas. Tja. Wie sonst keine Möglichkeit. Wir könnten uns einen coolen Grill anschaffen und dann auch grillen. Das können wir vielleicht machen. Haben wir einen über 5? Ja, guck mal, die sind alle über 500. Vielleicht hier den. Der wäre doch ganz cool. Guck mal. Wäre das
das vielleicht eine Idee? Und sie hat ihren Rabatttag erfüllt. Immerhin etwas. Und jetzt irgendwie um 18 Uhr schließt doch die Abstimmung, oder? Dann müsste danach, müssten wir hier sehen, wie sich das Grundstück umwandelt. Und Zeug, da bin ich auch mal drauf gespannt. Ach ja, ach ja, ach ja. Magst du hier das vielleicht gerade noch säubern, wenn du schon dran bist? Und hier das mal ernten? Oh, das wurde schon geerntet, während wir weg waren. Kann das sein? Oder habe ich mir nur eingebildet, dass man da was hätte ernten können? Hier müsstest du auf jeden Fall... Du kannst gar nichts gegen die Käfer machen, ne? Dafür doch hier, gegen Käfer sprühen. Mach das mal. Wir stellen uns vor, das wäre bei ihr irgendwas nicht giftiges, irgendwie so. Keine Ahnung, Brennnesseljauche oder so. Halt, was man so gegen Ungeziefer... Halt, also Ungeziefer ist irgendwie vielleicht ein blöder Name. Gegen Pflanzenschädlinge machen kann, was jetzt nicht irgendwie für alle anderen Tiere auch so mies ist. Halt, was ganz clever ist, ist, glaube ich, wenn man diese... Strategie fährt, dass man einfach die Fressfeinde dort aussetzt. Also wenn man irgendwie Blattläuse hat, dass man dann Marienkäfer aussetzt oder irgendwie sowas. Ich meine, das könnte man auch machen. Wer läuft hier? Als Pfadfinder? Ach, dieses Bailey-Kind. Okay. So, ich warte eigentlich nur noch darauf zu sehen, irgendwie, wenn die Aktionspläne durch sind, was dann hier noch mit passiert, weil das wollte ich noch unbedingt sehen. Ah, jetzt, okay. Okay. Ja, lass mich mal sehen hier. So richtig hübsch finde ich es immer noch nicht, aber ich finde es viel besser als vorher. Okay. Ich habe die letzten 3 Folgen hintereinander aufgenommen. Ui, das klippt aber hier dadurch. Das hätte man anders machen können. Ja, ich warte noch so ein bisschen auf euer Feedback, bis ich die nächste Folge aufnehme. Aber das war auf jeden Fall bis hierher mal der Plan. Und eigentlich ist geplant, nächste Folge zu Luna und Morgan zu wechseln. Aber wenn ihr gerne noch eine Folge hier weiterspielen möchtet, könnt ihr es einfach sagen. Dann können wir das auch machen. Und dann können wir jetzt mal Bianca anrufen. Wir haben ihr ja letztes Mal nur eine SMS schicken können. Hier, Bianca. Oh, wir müssen unbedingt noch dafür sorgen, dass Emil Bianca kennenlernt. Haben die nicht auch mal eine kurze Zeit mal im selben Haus gewohnt? Emil hat doch ganz kurz auch noch mal bei uns gewohnt. Halt, warum kennen die sich nicht? Halt, muss man das verstehen? Das ist vollkommen unlogisch. Okay. Bianca, ich lese dir heute wieder was vor von dieser Seite vom Deutschen Klimakonsortium. Einfach, weil die halt viele Sachen sehr kurz, aber auch sehr verständlich zusammenfassen. Und ich finde das immer mega cool. Und heute lesen wir den Klimafakt 26. Mit der Überschrift jedes Zehntel Grad zählt. Selbst scheinbar geringe globale Erwärmungen können schwerwiegende Folgen haben. Wenn sich die Erde zum Beispiel um 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau erwärmt, werden voraussichtlich 70-90% der weltweiten Korallenriffe absterben. Bei 2 Grad Celsius sind es praktisch alle, 98-99%. Da sind auch jeweils die Quellen verlinkt, also da könnt ihr reinschauen, wenn euch das interessiert. Ein zeitweise eisfreier Nordpol ist bei 1,5 Grad Celsius Erwärmung rund alle 40 Jahre zu erwarten, bei 2 Grad jedoch alle 3-5 Jahre. Eine Sturmflut, wie sie bisher an der Nordseeküste bei Cuxhaven statistisch alle 500 Jahre auftritt, wird bei 1,5 Grad Celsius Erwärmung einmal in 100 Jahren erwartet, bei 2 Grad Celsius jedoch alle 33 Jahre. Das Ziel, die globale Erwärmung auf höchstens 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, ist erreichbar. Laut IPCC dürfen wir dazu noch etwa 420 Gigatonnen Kohlendioxid ab dem 1. Januar 2018 ausstoßen. Allein im Jahr 2020 betrugen die anthropogenen CO2-Emissionen weltweit um die 40 Gigatonnen. Würde dieses Emissionsniveau beibehalten werden, wäre das Restbudget also in rund 10 Jahren aufgebraucht. Wenn die Menschheit trotz Emissionsminderung mehr als dieses Restbudget ausstößt, müssen wir der Atmosphäre zusätzlich bereits ausgestoßene Treibhausgase wieder entziehen. Fachleute sprechen hier von negativen Emissionen. Möglich wäre dies zum Beispiel durch großflächige Aufforstung oder neue Technologien. Wobei zu den neuen Technologien habe ich auch schon Leute gehört, die sagen, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass das in der Zeit passieren würde. Also so, genau. Die Umsetzbarkeit und möglichen negativen Nebenwirkungen werden derzeit intensiv erforscht. Der IPCC schrieb deshalb 2018 im Vorwort zu seinem Sonderbericht über 1,5 Grad globale Erwärmung: jedes bisschen an Erwärmung zählt. Wusstest du das, Bianca, dass 1,5 Grad und 2 Grad Erwärmung so einen heftigen Unterschied machen? Ich wusste es nicht, ehrlich gesagt, aber vielleicht wusstest du das schon.
Und dann, ja, machen wir bei der nächsten Folge mal bei Luna und Morgan weiter oder halt auch hier, je nachdem, was ihr auch dazu sagt. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!